Hallöchen! Auch meine Pinkbox ist da. Und hier ist schon mal ein Produkt, wie ihr sehen könnt, was nicht in die Box gepasst hat. Und zwar ist das das Pantene Provi Intensives Feuchtigkeitssoufflé, tägliche Feuchtigkeitspflege für normal bis dickes Haar. Finde ich super. Ich habe von Pantene Provi auch die Intensive Repair 2 Minuten Kur. Die finde ich schon sehr gut. Und da reiht sich das prima ein. Das ist anscheinend neu, wie man hier sieht. Schließt Feuchtigkeit für 48 Stunden ein für luxuriöse Geschmeidigkeit, die man sehen und fühlen kann. Die weiterentwickelte Pantene Provi Pflegeformel. Unsere luxuriöse Soufflé-artige Pantene Provi Formel mit einer Mischung aus 4 Feuchtigkeitsspendern verwandelt ihr trockenes Haar in seidig geschmeidiges Haar. Ich bin gespannt. Dann gab es ein Heftchen. Ich habe diesmal die Jolie abbekommen. Freue ich mich sehr drauf, die zu lesen. Die kommt bei mir aufs Klo. Und dann wollen wir mal gucken, was in der Pinkbox drin ist. Ich zoome euch ran. Dann wollen wir das Ganze mal öffnen. Ich liebe diese kleinen Bänder hier. Ich finde die einfach schön. So. Pinkbox, Januar 2013. Hier sind die Produkte drauf. Uiuiuiui. Von Kappa. Woman Shower Gel. Refreshing and Moisturizing. Doccia Schiuma Nutrien. Die sieht ein bisschen alt aus, ehrlich gesagt. Als wäre sie schon ein paar Wochen irgendwo rumgeflogen. Ein Duschgel, also Viola. Mal riechen. Oh, ich habe es gleich an der Nase hängen. Es riecht, wie man sieht, ist es so ein Gel. Duschgel halt, ne? Riecht. Du musst entschuldigen, ich bin ein bisschen verschnupft. Jetzt rieche ich nichts mehr. etwas herb. Also auf keinen Fall blumig oder pudrig. Sondern mehr, ja, männlich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber einfach markant würde ich es nennen. Dann haben wir hier von TT Sept. Ein ägyptisches Kleopatra-Bad, was, ich muss jetzt gerade schmunzeln, denn ich glaube, ich hatte es mir vor kurzem gekauft, aber in dieser kleinen Probe. Und freue mich jetzt sehr, es in Originalgröße zu haben. 125 Milliliter. Und ich fand es, da fällt mir ein, ich habe damals gar nicht dran gerochen. Ist mandellastig, ist auch Mandelöl drin. Milch, Honig. Oh, freue ich mich sehr, 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 sehr drüber. Das kommt zu meinem Freund hoch, denn wir haben hier leider keine Badewanne. Dann haben wir hier, ich schätze mal, das ist von Avon. Ich sehe im Moment nichts, aber es war auch ein Flyer dabei in der Box. Wollen Sie aus über 3000 exklusiven Produkten auswählen und Avon-Produkte kaufen? Und ich glaube, das ist derselbe Stift wie hier drauf. Moment, die Valentinstags-Edition. Mal gucken, ob ich das aufkriege hier. Wie geht denn das auf? Na. Das ist wieder sowas wie bei der Douglas-Box hier. Na endlich. So. Ich habe aber noch nicht ganz verstanden, was es genau ist. Na super jetzt. Na gut, der Deckel ist jetzt drin, aber egal. Ein Kajalstick. Black Attract. Aha. Fühlt sich gut an.
Finde ich jetzt zwar irgendwie nichts Besonderes, schon mal gleich gar nicht für einen Valentinstag. Hätte ich eher mit einer roten Farbe oder so gerechnet. Aber ja, also ich meine, einen schwarzen Kajal kann jeder gebrauchen. Ne? Das ist jetzt nichts, was man verschmäht. Und dann war noch drin von Proaktiv Green Tea Moisturizer. Und dann gucken wir doch mal, was das ist. Spendet Feuchtigkeit, verstopft nicht die Poren, ergänzt perfekt das einzigartige 3-Stufen-System von Proaktiv für reine Haut. Und weitere Proaktiv-Specials testen sie und sparen bis zu 20%. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was es ist. Es ist eine Creme. Apply to face daily or as needed for moisture. May be worn over step. Aha, also eine Tagescreme. Naja. Ja. Ich meine, finde ich jetzt. Ja. Muss jeder selber wissen. So, dann sind das die 5 Produkte für diesen Monat. Es sind alles Originalgrößen, bis auf die Proaktiv Solution. Das ist eine Sondergröße. Wie viel sind denn hier drin? Moment, ich schaue gerade mal. Steht gar nicht drauf. 10 Milliliter. Also 30 Milliliter kosten hier von 19,90 Euro. Also ein Drittel davon. Pantene Pro V kostet 6,79 Euro. Avon, der Kajalstift von Avon hier, kostet 7,50 Euro. Das Shower-Duschgel 2,79 Euro. Und das Cleopatra-Bad 6,49 Euro. Ich blende euch jetzt ein, also den Gesamtwert der Box ein. Und ja, ich finde die Box dieses Mal eigentlich ganz gut, bis auf das finde ich ein bisschen unnötig. Ja, ich freue mich auf die nächste Box.